Jo, dann fangen wir mal mit dem ersten Zusammenbau an, bevor wir mit der Technik weitermachen. Was drin ist, ist drin. Ich würde sagen, mit dem Hauptschloss fangen wir an. Dann den Ladeluftkühler. Stefan, hast du schon was gemacht dabei, außer ausgepackt? Nicht wirklich. Doch, hier. Ein Gummi für einen. Ach so, ja. Haubenhalter hat er schon dabei. Gut. Augenzug ist auch schon da. Dann werden wir ja, ganz pauschal mal anfangen. Und ja, Ladeluftkühler neu schrauben und euch dann informieren, was wir sonst noch gemacht haben oder so ähnlich. Okay. Ja Leute, wir haben mittlerweile den Ladeluftkühler drin, das Schloss und den ersten Kabelschrank schon reingelegt. Und jetzt kam gerade die Frage vom Stefan, was ist das überhaupt? Ja, wir haben uns köstlich amüsiert und sind immer noch am Rätseln, für was sie die Scheiße eingebaut haben. Ein Kabel, zwei Kabel, drei Kabel in der Luft, keine Ahnung. Wir werden es einfach rausreißen. Gut, dann werde ich mir mal hier vorne untenrum noch die Kacke zur Gemüte führen. Da mal kurz gucken, ob man da gleich handeln muss. Ansonsten kommt danach dann gleich der Wasserkühler rein. Da werde ich hier unten, wo ich die Löcher gebohrt habe, nur mit der Heißklebepistole zwei Punkte draufsetzen, dass es ein bisschen fester sitzt. Und eventuell noch als Scheuerschutz für das Gewinde. Ja, und gut ist. Aber jetzt gucke ich mir erstmal den Mist an. Ach ja, den Schlauch tausche ich auf alle Fälle gleich aus. Gut. Weiter geht's. So, der Kühler ist auch schon drin. Der bleibt jetzt Gott sei Dank auch drin. Und einen Wasserschlauch habe ich auch schon angeschlossen. Du, Michi? Ja, Stefan? Wir haben doch am Anfang mal den Gummideckel von der Scheinwerfer gesucht. Was willst du mir jetzt sagen? Ich weiß, wo er ist. Ich habe mir von Anfang an gedacht, was ist das für eine Scheiße da drauf? Ja, kann man mal so machen. Leute, ich glaube, wir haben hier noch mehr zum Lachen. Ach ja, Stefan, wenn wir hier schon jetzt das eine einbauen, dann kannst du die komplette Ladeluftverrohrung scheiße ausbauen. Viel Vergnügen. Den Kühlwasserschlauch auch soweit zurechtgestutzt. Gefällt mir ganz gut. Stefan, probier mal aus, ob du deinen Ölmessstab noch rausziehen kannst. Sag mal, sollte das untere Teil nicht eigentlich drin bleiben? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja, dann wird es Zeit für eine neue Hülse. Erst einmal raus den ganzen Scheiß hier. Damit. Die Scheiße muss weg. So, der darf hier drin liegen bleiben. So, Stefan, dann machst du jetzt den hier auf, die Schelle und die zwei Schellen und dann kann man das ganze Gedönse einmal hier rausnehmen und dann kommen wir auch da unten besser an die Wasserleitungen hin, ja, wo er auch getropft hat. Gut, mach mal. Diese gottverdammten Wichser. Warte, ich zoome mal her. Ja, hier sieht man es. Da hat die Bremsleitung wirklich schon sauber am Schlauch gerubbelt. Ich habe sie jetzt bloß nach unten gezogen. Werde sie noch ein bisschen biegen. Ja, ist das blöd hier unten zu filmen. Ja, hier rum
werde sie noch ein bisschen weiter nach unten biegen, mit dem Scheuerschutz an der anderen Leitung hier festmachen, mit Kabelbindern, und irgendwann dann mal, wenn wir die Bremsleitung eh offen haben, wegen neuen Schläuchen oder sonst was, werde ich dann eine komplett neue Leitung biegen, dass man sie eben wieder einhängen kann und schöner da wieder einhängen kann, und dann soll sie einen schönen Bogen nach unten machen und um den Schlauch rumführen. Ja, so viel, so gut. Weiter geht's. Vorne am Grill. Ach nee, das ist ja anderer Kanal. Auf alle Fälle gibt es jetzt ein Pulled Pork. Ja, du schon wieder mit der Cam. Ach, egal. Wie gesagt, hier ein Scheuerschutz mit einem alten Schlauch. Kabelbinder dicken drumherum und vorläufig ist gut die Bremsleitung und kann daran nicht mehr scheuern. Ja Leute, und was wir gerade in der Zwischenzeit gemacht haben, lecker gegessen, da blende ich euch kurz ein kleines Bild ein, beziehungsweise eine kurze Szene, jetzt. Und dann können wir es pullen. Habt ihr das gesehen? Grandios! Das könnt ihr auf meinem anderen Kanal sehen. Stück für Stück setzen wir jetzt hier die Verrohrung wieder rein. Und ich überlege mir nebenbei noch, wie ich die festmachen kann. Hier eventuell eine Halterung nach oben. Schauen wir mal, was mir dazu an Material noch in die Hände fliegt. Ordentliche Schellen. Ist zwar Ansaugseite, aber ich möchte auch dicke Schellen haben. Und das Beste, der Stefan macht ein Luftmassenmesser raus. Ja, war beim Obi was im Angebot, glaube ich. Ja, zeig mal die geilen Spacks her. Absolut genial. Gut, wir machen weiter. So, alles mal lose, oder was wir momentan halt drin haben, alles erstmal lose zusammengesteckt. Da muss ich mal auch noch eine Halterung konstruieren, dass der nicht so rumschwabbelt. Ja. Irgendwo rutscht er runter. Ha, da ist er schon runtergerutscht, jawohl. Ja, wie gesagt, der Hintenhalterung, da Halterung, da habe ich mittlerweile schon eine Idee. Hier vorne wird es wohl darauf rauslaufen, dass wir nochmal Schläuche bestellen. Aber das ist ein anderes Kino. Jawohl. Soweit, so gut. Wir machen Feierabend und das heißt Ende für diese Folge. Gut, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Ladeluftverrohrung. Und danach werden wir erstmal den überflüssigen Elektrik-Scheiß rausreißen. Ciao. Und da kommt der Spion. Hey. Kommst du uns jetzt kontrollieren? Ja. Eigentlich habe ich das Video gerade beendet. Und kann ich Probefahrt machen? Gut. Der Junior muss unsere Arbeit auch mal kontrollieren. So, meine Lieben, die Ladeluftverrohrung ist soweit fertig. Ich hoffe, sie funktioniert. Ja, die kleine Änderung, oder es hat eine kleine Änderung gegeben. Und zwar habe ich den Ladeluftkühler umgedreht, dass die Anschlüsse unten sind. Naja, es sind halt ein paar mehr Schellen verbaut worden. Aber ich denke, so haut es ganz gut hin. Hier eine Schelle, da eine Schelle. Mit Streben am Motor festgemacht. Ja, sollte das Ganze hier eh noch genügend beweglich sein, dass da nichts passieren kann. Hier haben wir auch alles schön beweglich. Das sollte auch soweit ausreichen. Den offenen Luftfilter gleich mit neu gebaut. Wichsen Krach. Ja, und hier habe ich auch andere Schläuche verwendet. Und Moment, ich hoffe, man kann es hier so erkennen. Hier noch so ein kleines Entkopplungsstück neu. Ja, dann hoffe ich, dass das mal funktioniert. Aber scheißegal, Stefan ist im ADAC. Ja gut,
Das war jetzt die Ladeluftverrohrung. Wasser ist auch soweit komplett. Dann werde ich demnächst mal auffüllen. Das Wasser. Und naja, ich glaube, bevor ich die Batterie anschließe, muss man hier auf alle Fälle noch entkuscheln. Mal gucken, was Müll ist, was Scheiße ist, was raus kann. Und danach geht es dann weiter, dass wir hier oben wieder den Gummi drauf machen mit dem schwarzen Bart und die Scheibe reinmachen und so weiter und so fort. Gut, aber das ist eine andere Geschichte. Ja Leute, dann täte ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal im nächsten Video, wenn es darum geht, wieder Scheibe neu zu machen und den Elektrikrotz dann einmal. Soweit, so gut. Wir sehen uns. Hasta la vista.